Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner Tarot-Botschaft für die erste Monatshälfte im November, den Zeitraum vom 1. bis 15.11. Ich bin Daniela und wir schauen auch direkt in die Karten für den Schütze. Und ich habe hier die persönliche Kraft. Und die Karte sagt, ich ermutige dich, der Meister deines Schicksals zu sein. Ja, also versuche, selbstbestimmt zu sein, nicht fremdbestimmt zu sein. Schau, dass du den Weg gehst, den du dir für dich wünschst und nicht den Weg gehst, den andere für dich geformt haben. Ja, oft ist es ja so, dass wir von der Familie in jungen Jahren schon in eine gewisse Richtung erzogen werden, in eine gewisse Richtung geschickt werden. Und wenn das für uns richtig ist, dann ist das ja ganz wunderbar. Aber je nachdem, wie alt du bist, hast du vielleicht auch erlebt, dass deine Eltern versucht haben, ihre eigenen unerfüllten Wünsche und Träume durch dich zu verwirklichen. Ja, dass zum Beispiel ein Elternteil ein Instrument nicht spielen konnte und dich dann dazu angeleitet hat, dieses Instrument zu spielen und dir aber im Gegenzug vielleicht auch verwehrt hat, das zu tun, was du gerne tun wolltest. Und darum geht es. Es geht um das, was du gerne tun wolltest. Und diese Dinge, die sind eben schon ganz oft auch in frühester Kindheit bei uns. Und wir machen dann eben, was wir machen sollen, warum auch immer. Und vergessen, was das eigentlich mal war, was uns gerufen hat. Und oft geht das halt im späteren Leben dann so weiter, dass wir nicht unser eigenes Leben leben, sondern ein Leben leben, was den Wünschen der Partner, der Partnerin entspricht, ja, des Partners entspricht, was den Wünschen irgendwelcher anderen Menschen in unserem Leben entspricht. Und die Karte erinnert dich daran, dass du deine eigene persönliche Kraft hast, dass du nicht fremdbestimmt sein musst von außen durch irgendwelche externen Autoritäten, die dir einen Weg vorgeben und dich in etwas reindrängen wollen, was du nicht bist. Ja, die Karte sagt, du hast deine Kraft in dir. Also handle dementsprechend. Ja, sei kraftvoll. Und sei du der Meister deines Schicksals und nicht andere. Und da kommt hier noch der Hase und da geht es auch wieder um die Kraft. Ja, und er sagt, nimm dir die Zeit, um klare Entscheidungen zu treffen und bring Gewahrsam und Licht in die Situation, in der du dich befindest. Ja, aber lass dich nicht von außen bestimmen, nicht durch andere Menschen, nicht durch irgendwelche externen Behörden, durch irgendjemanden oder irgendetwas, der dir diktieren möchte, wie du zu sein hast, sondern trete in deine persönliche Kraft. Ja, und die Umstände, die dich umgeben, sind ja wie so ein Katalysator dafür, dass das in dir zünden kann und du noch mehr in deine Kraft trittst, als du das vielleicht in der Vergangenheit schon gemacht hast. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für den Schütze. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste zeigt nochmal die Aufgabe oder Herausforderung, um die es hier geht. Die zweite den Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Und ja, die Karten zeigen das hier auch schon so. Die Sprache könnte nicht klarer sein, ja. Also ich sehe hier jemanden, was ich hier als erstes bekomme mit dem Ritter der Schwerter, ist so dieser Fluchtmechanismus, dass irgendetwas einen Fluchtmechanismus in dir triggert oder wenn es jetzt nicht direkt ein Fluchtmechanismus ist, dann eben der Wille, so schnell wie möglich aus einer unangenehmen Situation herauszukommen, ja. Und manchmal nehmen wir dann den erstbesten Weg, nur damit etwas aufhört, ja. Es liegt natürlich auch immer an dir, das zu entscheiden, je nachdem, in welcher Situation du bist, ja. Manchmal ist es so, dass wir denken, wir haben keine Kraft, wir haben keinen Ausweg, wir sehen den Weg nicht, ja. Und wir nehmen eben die erstbeste Lösung, die uns angeboten wird, um aus einer unangenehmen Situation herauszukommen. Und die hat einfach hier auch was mit Einmischung von außen zu tun, ja.
Diese Karte zeigt immer an, dass sich irgendjemand oder irgendetwas von außen in deine Angelegenheiten einmischt und dort eigentlich nichts zu suchen hat, ja? Und die Karten sagen aber auch, die Fülle ist da und du kannst der Meister deines Schicksals sein und egal wie auswegslos deine Situation aussieht, ganz egal wie klein und schwach du dich gerade fühlst, es gibt auch für dich einen Weg, ja? Vergiss das nicht. Vergiss nicht, wie viel Kraft in dir steckt. Auch wenn dich von außen alle versuchen, klein zu machen. Auch wenn du vielleicht Probleme gehabt hast in deinem Leben, die dich wirklich an dir und deinen Fähigkeiten zweifeln lassen. Ja, auch das ist normal. Passiert den Besten unter uns. Und hier kommt die Königin des Feuers dazu. Ja, die geht ihren Weg und folgt ihren Inspirationen. Die Königin des Feuers ist kein Charakter, der sich beugt. Ist auch kein Charakter, der sich klein kriegen lässt. Sie ist ein Charakter, die folgt ihren Träumen, ihren Wünschen, ihren Vorstellungen und gestaltet ihr Leben und ihr Schicksal so, wie sie das gerne möchte. Und auch, wenn sie von außen unter Druck gesetzt wird. Ich sehe hier einen Neuanfang. Frei von Ballast, frei vom Gepäck der Vergangenheit, ja auch möglicherweise eine Entscheidung, die andere als dumm oder naiv kritisieren. Aber dein Leben ist dein Leben. Dein Schicksal ist dein Schicksal und kein anderer geht den Weg deines Lebens außer dir. Von dem her geht es ja darum, was du willst, was du entscheidest und was du bereit bist, auf dich zu nehmen und nicht um das, was alle anderen auf dich projizieren oder gerne hätten oder wo sie meinen, dich aus irgendwelchen Vernunftsgründen reindrängen zu müssen. Ja, ich habe so das Gefühl, dass du dich in einer oder dass du meinst, dich in einer Pattsituation zu befinden. Das ist eine Karte, die tritt gerade sehr, die kommt gerade sehr oft zutage. Und eine Pattsituation, das ist ein Begriff aus dem Schach. Eine Pattsituation, die tritt ein, wenn der Spieler, der am Zug ist, der quasi dran wäre, sich nicht bewegen kann. Der kann keinen gültigen Spielzug mehr machen, er ist aber auch nicht schachmatt. Das heißt, eigentlich haben wir ein Unentschieden, ja, eine Situation, in der es nicht weitergeht. Jetzt ist eben die Frage, was geht nicht weiter? Und warum fühlst du dich, als ob du keine Wahl hättest? Ja, und so wie das hier liegt mit der 3 der Kelche und der 2 der Luft, ist es einfach so, bei der 2 der Luft ist es, sie schaut nach links oder nach rechts, beziehungsweise er hier hat Scheuklappen, der schaut noch nicht mal nach links oder nach rechts, ja, und ganz oft hat sie die Augen verbunden, ja, und diese 2 Schwerter und schaut eben nach rechts und nach links. Die Lösung liegt aber eigentlich in einem dritten Weg hinter ihr. Und das ist auch das, was die Fülle hier mit reinbringt, ja. Wenn der Weg nach rechts nicht frei ist und der Weg nach links auch nicht funktioniert, vielleicht geht es geradeaus, vielleicht geht es nach oben, vielleicht geht es nach unten, vielleicht geht es nach hinten. Ja, vielleicht auch so ein bisschen schräg oder in Schlangenlinien, aber diese Karte sagt, der Ausweg ist da und du bist nicht machtlos, du bist nicht kraftlos, du musst den Weg nur finden. Und indem du kopflos nach vorne stürmst und einfach den schnellstmöglichsten, einfachsten Ausweg suchst, stehst du wahrscheinlich nicht in deiner persönlichen Kraft. Also glaub an deine Kraft, glaub daran, dass es geht und du wirst einen Weg finden. Und hier kommt noch der Azurit zu dir, der sagt, du sollst dich fokussieren wie ein Laser, wirklich punktgenauer Fokus auf deine Kraft, auf das, was geht und du wirst sehen, der Weg tut sich auf. Ja, lieber Schütze, soweit ein Blick in die Energien der ersten Monatshälfte im November. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Und gerade auch die Kommentare sind so wichtig für meine Arbeit hier bei YouTube. Von dem her, wenn du einen Kommentar hinterlassen kannst, dann wäre ich dir sehr dankbar dafür, weil mir das hilft, meine Arbeit hier bei YouTube zu machen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
Zum neuen Jahr 2025 gibt es wieder die persönliche Jahreslegung als Video zum Download. In dieser Legung schaue ich in die Energien des neuen Jahres hinein, schaue nach Segnungen und Herausforderungen. Diese Legung gibt wertvolle Inspirationen und Impulse. Die Plätze für diese ganz besondere Legung sind begrenzt, daher empfehle ich dir bei Interesse nicht allzu lange zu warten. Alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite und den Link dazu wie immer unter dem Video.